your number one gym to be. Stay strong, healthy, and fit. Get ready for your Fit 7-Eleven home workout. Hi, servus, ich bin der Noah. Ich bin 20 Jahre alt, ich bin jetzt seit fast 3 Jahren bei 7-Eleven, mache dort das duale Studium, gebe mittlerweile in vielen Studios PT und davon zum Beispiel Schwalbach, Eschborn, sonst auch hier in Frankfurt, wo wir jetzt gerade sind. Und ich will euch heute einfach nur ein paar Sachen zeigen, wie ihr verschiedene Sachen verbessern könnt, wie ihr Kraft aufbauen könnt, wie ihr eine bessere Haltung bekommen könnt. Und heute soll es perfekt um die Haltung gehen. Ich habe ein paar Sachen vorbereitet, es soll nur darum gehen, ihr habt minimales Equipment, wie ihr seht, eine kleine Matte und ein paar Gummibänder. Ein Terraband, ein Loopband oder auch gerne solche Resistance-Bänder sind super Alternativen zu freien Gewichten, die super viel kosten. Solche Gummibänder sind sehr, sehr, sehr günstig oder können sehr günstig sein und haben einen super, super geilen Effekt. Viele Leute heutzutage, schlechte Haltung aufgrund von Büroarbeit oder von anderen Sachen. Dabei ist es super, super wichtig, diese zu korrigieren, weil das langfristig zu Verletzungen oder zu Schmerzen führen kann und am Ende auch einfach nicht gut aussieht. Dafür habe ich heute 2 Übungen vorbereitet, die genau dieses Minimal-Equipment nutzen. Ich fange jetzt mal mit dem Loop an. Ich würde euch die Übung kurz erklären und danach einen ganzen Satz mit euch machen, damit ihr kurz mitmachen könnt und auch mal seht, wie das über mehrere Wiederholungen aussieht. Für die erste Übung, wie gesagt, ist dieses Loop hier nötig. Es ist eine sehr, sehr einfache Übung, sollte jeder hinbekommen von der Koordination. Ihr führt beide Hände gerade durch das Loop durch. Ich stelle mich mal seitlich hin, dann seht ihr das Ganze etwas besser. Streckt die Arme nur nach vorne, habt dabei immer konstant Druck auf das Loop zur Seite und jetzt ist es eine sehr leichte Bewegung. Die Schultern gehen nach vorne und jetzt aktiv nach hinten. Das wird kurz gehalten, dabei immer Druck auf das Loop zur Seite, Schulter geht wieder nach vorne und wieder nach hinten. Ja. Dabei ist es super, super wichtig, darauf zu achten, dass die Schulter nicht nur nach vorne und nach hinten geht, sondern in der Bewegung nicht nach oben kommt. Das ist das, was viele machen bei solchen Übungen, da der Nacken sowieso sehr verspannt ist von der Arbeit, von was auch immer. Und genau diese Bewegung soll vermieden werden. Das heißt, wenn ihr die Schulter nach vorne drückt und nach hinten zieht, ja, dann soll sie die ganze Zeit unten bleiben. Dabei hilft euch in der Übung auch das Loop, weil der Druck nach außen genau das auch provoziert, dass ihr die Schulter auch unten lasst. Ich mache jetzt mal einen ganzen Satz mit euch. Ihr könnt zu Hause gerne 2 bis 3, wenn nicht sogar 4 Sätze davon machen. Das ist eine super Übung, um euch auch vor einem Workout im richtigen Fitnessstudio aufzuwärmen, um genau diese Kette der Muskulatur aufzuwärmen und zu aktivieren, damit ihr sie im Workout auch richtig spürt und richtig nutzen könnt. Druck geht wieder nach außen auf das Loop, Schulter wird nach vorne gedrückt und nach hinten gezogen. 1 und 2. Dabei immer darauf achten, wenn ihr die Schulter nach hinten zieht, denkt euch, die Brust geht so weit nach vorne, wie ihr das könnt. Ein guter Tipp dabei kann auch sein, euch vorzustellen, dass ihr hinten zwischen den Schultern etwas zusammenklemmen wollt, zum Beispiel einen Stift oder sowas, dort festhalten möchtet. So. Ja. Das soll schon ein ganzer Satz gewesen sein, es geht darum nicht, irgendwie zum Muskelversagen oder sowas zu kommen. Es geht nur darum, diese Bewegung kontrolliert auszuführen und vor allem mit einer gewissen Intention. Das heißt, denkt an die Sachen, die ich gerade erklärt habe. Schulter ist unten, Schulter geht nach hinten und genau darauf soll geachtet werden. Ja. Um genau das nochmal gegen mehr Widerstand zu machen, also auch wirklich mit einer gewissen Progression machen zu können, könnt ihr das Gummi auch anders nutzen, indem ihr es euch zum Beispiel unter den Fuß klemmt oder sowas. Dafür ist das Loop vielleicht manchmal ein bisschen zu klein. Dementsprechend habe ich jetzt hier noch so ein Terraband, was sehr offen ist. Dadurch habt ihr ein bisschen mehr Kontrolle über, wie ihr es benutzen könnt. Ihr könnt das auch gerne zwischen den Türrahmen klemmen oder an eine Türklinke festmachen. Das geht auch, um irgendwo den Widerstand zu haben. Habe ich jetzt hier nicht. Ich will es so frei wie möglich machen. Gibt aber eine andere Möglichkeit. Ich stelle mich wieder seitlich hin, dass ihr es besser seht. Ein Bein ist gerade. Unter das gerade Bein, also unter den Fuß, wird das Terraband geklemmt. Mit beiden Armen festes Terraband festhalten. Leicht nach vorne beugen. Und jetzt das gleiche wie im Stehen. Gerader Rücken, Schulter geht nach unten bzw. nach vorne und die Schulter wird nach oben gezogen. Kurz halten, langsam wieder runter. Gleiche Tipps befolgen wie eben im Stehen. Denkt euch, die Brust soll nach vorne, die Schultern gehen nach hinten, als würdet ihr was hinter den Schulterblättern oder zwischen den Schulterblättern zusammenklemmen. Diese beiden Übungen haben das gleiche Ziel und den gleichen Zweck. Das eine ist nur eher zum Aufwärmen, zum Einsteigen. Das andere, das zweite mit dem Terraband, eher um wirklich etwas gegen Widerstand zu machen.
also auch wirklich einen gewissen Trainingseffekt zu erzielen. Um darauf noch weiter aufzubauen, noch eine dritte Übung. Dafür könnt ihr eigentlich alle Gummis benutzen, die ihr habt. Ob das jetzt ein offenes ist, ein langes zu ist oder ein Loop, ein kleines zu ist, ist vollkommen egal. Hauptsache, ihr könnt einen gewissen Widerstand kreieren. Was ihr dafür macht, ist wieder in die gleiche Position zu gehen, wie ganz am Anfang. Das heißt, das Gummi ist ungefähr schulterbreit zwischen den Händen. Die Arme sind ausgestreckt nach vorne, ungefähr auf Schulterhöhe. Und jetzt geht es wieder um das Gleiche. Die Schultern werden am Anfang nach hinten gezogen, die Brust wird rausgestreckt. Und das Gummi wird zur Seite auseinandergezogen, bis es die Brust berührt. Das wird ganz kurz gehalten. Und dann geht das Ganze wieder nach vorne. Vorne wieder kurz entspannen, Schultern nach vorne. Schultern geht wieder zurück, Brust raus. Und das Gummi wird wieder auseinandergezogen. Dass ihr das kurz von der Seite seht, auch nochmal kurz von der Seite gesehen. So. Arme ausgestreckt, Schulter nach hinten gezogen, auch nach unten aktiv. Und die Arme gehen auseinander. Das Ganze wird kurz gehalten, richtig Druck zwischen den Schulterblättern aufbauen. Und wieder nach vorne. Sucht euch da eine Belastung, die sich angenehm anfühlt, gleichzeitig aber auch leicht anstrengend ist, sodass ihr zwischen 10 und 15 Wiederholungen machen könnt. Es geht darum weniger um die Kraft, sondern bei den meisten wird es dabei erstmal um die Koordination gehen, dass die Bewegung überhaupt geschafft wird, also im Sinne von, dass die Schultern auch richtig nach hinten kommen und nicht nur auf Mittelhöhe gehen. Versucht darauf zu achten, dass ihr euch erstmal die Bewegung in gewisser Weise aneignet. Das heißt, die erste Übung, die ich euch gezeigt habe mit dem Loop, ist dafür perfekt, weil ihr erstmal nicht wirklich eine Belastung habt, sondern erstmal es nur um die Koordination gehen soll. Die anderen beiden Übungen, die können dann wirklich progressiv durchgezogen werden. Das heißt, fangt mit einem leichten Gummi an und versucht euch zu steigern. Die Übungen sind auch super im Fitnessstudio zu rekreieren, mit einem Kabelzug, mit freien Gewichten oder sogar mit Maschinen. Und das soll schon das Ganze für die Haltung gewesen sein.